nicht alles, ne? So. Meine Erfahrung ist damit nicht so. Okay. Also, das ist so stark ausschlaggebend. Was ist es, Frauen in dieser Zeit sehr viel sensibler sind? Und schon mal schneller die Tränen fließen, ne? Ja. So. Und ganz, ganz viel Achtsamkeit auf diesem Bereich liegt. Alles, was mit dem unteren Chakra zu tun hat, ne? Oftmals wird die Farbe dafür gewählt. Das ist, bleibt aber auch alles wertfrei. Es gäbe diese Affirmationen zu den Farben, zu den farbigen Umhängen, auch die Erklärungen dazu. Ich verzichte bewusst darauf. Ne? Okay. Also einfach Werkzeuge sind, die eins wie das andere wichtig sind und dann genommen werden, wenn sie gebraucht werden, um dich zu unterstützen in dem Moment, wo du jetzt hier bei mir sitzt. Ne? Okay. Und dem noch mehr Bedeutung beizumessen und vielleicht Worte zu wählen, die dann da die ganze Zeit im Kopf rumspuken, da verzichte ich gerne drauf, weil das einfach auch die Öle, ne? Das genau. Bleibt wertfrei. Ja. Die heißen wie, man könnte es auch anders nennen, ne? Und wichtig ist, dass es dir gut riecht. Total, also ich bin richtig eingehüllt in diesen Duft. Ja. Was da schon mal ist, wenn es einem absolut stinkt, das kann auch schon mal sein und man hat es trotzdem gesucht, ne? Dann ist das ein Thema, das man damit auch ganz gut anschauen kann. Ne? Okay. Wenn was absolut stinkt, das ist genauso wie man hat die Nase voll oder den Hals voll. Wenn es nichts ist, dass man es nicht aushalten kann, muss man es nicht erzwingen. Ne? Dann sucht man ein anderes und das riecht dann meistens gut. Okay. Das sind die Gegensätze, die sich auch anziehen. So, meine Liebe. Okay. Ich schlag vor, wir machen hier eine kurze Pause. Ich wasche jetzt der Sabine das Shampoo runter. Man sieht, es schäumt fast gar nicht. Sabines Ansatz war jetzt ein bisschen fettig, aber das ist völlig in Ordnung. Und ihr werdet sehen nachher, wenn die Haare trocken sind, dass es auch glänzt und sauber ist und sauber aussieht und auch schön. Locker. Und sich gut anfühlt. Ja. Okay, dann machen wir das. Okay, danke schön. So, kleine Pause. Wie wär's mit deinem Pausenfüller?